Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Dieses Mal wieder ohne Shader. Wie gesagt, haben sich ja einige gesagt, nein, ohne Shader. Deswegen mache ich das mal ohne Shader weiter. Mir hat es auch nicht so gut gefallen, deswegen. Ja. Es ist auch besser so. Wartet mal, schalten wir nochmal Musik aus. Bisschen in den hinteren Musik laufen. Bisschen besser. Ja, wir werden uns, wie schon des Längeren angekündigt, mal um die Bienen kümmern. Da müssen wir uns jetzt mal ransetzen. Ja, was brauchen wir dazu? Eigentlich nicht viel. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Hier draußen. So. Zwar hier habe ich einen Raum gebaut. Einfach mit einem Filler. Und mit diesen Slabs. Die haben wir ja automatisch kräften lassen. Hier eine Ward Lamp. Um Licht zu bekommen. Das sind ein paar Sachen, nicht so schlimm. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, weil wir ein bisschen mit Bauercraft arbeiten werden. Hier bei den Elvois. Vorerst müssen wir erstmal schauen, dass wir. Gute Frage. Ich brauche die Kiste hier. Mal alle Bienen hier rausholen. Die wir hier haben. Und zwar müssen wir darauf achten, dass wir die wirklich 1 zu 1 sortieren. So. Die wäre eh fast gestorben. Was haben wir hier? Industrious. Rusty, also das sind die Eisenbienen. Die haben wir Diamantbienen. Das machen wir ja mal über Löcher. So. Die tun wir alle mal hier hinschlichten. Dass wir die dann später wieder haben. Und jetzt bauen wir mal die ganzen Elbowies hier ab. Mal wichtig, dass die alle leer sind. Nicht, dass er irgendwo vielleicht noch Item drin hatte. Nee. Nee, okay. Nehmen wir den. Dann mit Rechtsklick aktivieren. Das sieht man unten dann rechts. Der Pfeil ändert sich. Und ja. Einmal. Na komm. Zweimal. Und dreimal. Ah, jetzt ist der runtergefallen da. So, so. Und hier oben noch die Hölzer weg. Na komm, warum? Dann halt mit Axt. So schneller, ja. Etwas einfacher. So, dann hätten wir den ersten abgebaut. Bauen wir den zweiten auch nochmal ab. Und den dritten. Also wir bauen alle ab und bauen die alle komplett neu auf. Beziehungsweise wir bauen noch welche dazu, weil wir haben ja genügend Blöcke. So. Nicht zu tief, aber egal. Da kommt sowieso dann alles weg. Wenn wir das alles anders bauen dann. Aber vorerst muss ich hier mal Platz machen, damit wir wirklich dann wissen, wie wir es bauen. Ich habe da noch nicht so ganz den Plan, aber schon mal eine Idee. So, so. Hier liegt noch einer. Sind wichtig. Ich werde nicht liegen lassen. Denn die verschwinden ja sonst, weil der Chunk ja geladen wird, beziehungsweise wie er hier sind. Und ja, jeder Block kostet jede Menge. Da hat eine Biene ziemlich viel arbeiten müssen, damit wir einen Block erstellen können. Und das sollte man ja nicht ausgehen lassen. Und hier noch. Und ja, der muss auch weg, bringt nichts. Auch der muss weg. Da steht schon, ich glaube, das war der erste, den ich hier hingebaut habe. Da steht schon, keine Ahnung, ein Monat oder so. Weiß ich gar nicht, wie lange ich das Let's Play schon mache. So, dieser Swarmer und so weiter. So. Das müssen wir dann auch noch organisieren. Wir werden hier noch überall ein Rain-Schild, also ein Ring-Schild und ein Night-Schild, also für den anderen. So. Ich habe mir circa vorgestellt, dass die Sonne bald aufgeht, nicht unter. Dass wir einen Platz machen. Da
hat der blöde Nachfeld. Ja, aber für was die Plattform ist, ganz einfach. Hier in der Mitte kommt dann ein Turm nach oben, circa auf die Höhe, wo ich jetzt schwebe. Mit oben ein Podest und außen rundherum hier kommen überall die Elbowies aufgestellt. Und von oben aus können wir dann schön runterschauen und alles kontrollieren und so weiter. Wir werden verschiedenste Bienen machen, die verschiedene Produkte produzieren. Da muss ich erst schauen, welche wir alles machen werden. Weil ich denke, es werden nicht gerade wenige werden. So. Das haben wir da rein. Blumen brauchen wir momentan überhaupt nicht. Gut, dann haben wir die ganzen Blöcke. Ich denke, wir gehen mal schlafen. Damit wir das hinter uns haben. So. Dann haben wir das wenigstens mal wieder hell. Dann ist es einfach zum Spielen. Komm, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob da jetzt... Nehmen wir mal einfach auf hell. Dann ist es leichter für euch. Dann sieht ihr besser. Weil ich habe das ganze Modpack mal geupdatet. Die 1.7-Version. Das sind auch die ganzen Standardeinstellungen wieder anders. So. Raus. Ja, eigentlich müssen wir das eh alles abbauen. Es muss alles weg hier. Alles raus. Alles, was keine Mieter hat, muss raus. So. Es kommt dann alles wieder anders. Na, wobei, ein bisschen bleibt es ja gleich. So ist es auch. Das mit dem Rausziehen bleibt gleich, aber dann müssen wir, werden wir ein bisschen mit Bauercraft arbeiten. Wie gesagt, so einen ganzen Plan habe ich mir dafür noch nicht gemacht, aber ich habe so eine Vorstellung. Ich hoffe, dass es so umsetzbar ist, wie ich mir vorstelle. Was es ja meistens nicht ist, aber egal. Wir versuchen es einfach, dann sehen wir eh. Wir organisieren uns gleich mal Erde für die Löcher stopfen hier. Schauen wir hier rein. Jede Menge Krops. Das heißt, die müssen wir alle nach Hause schicken. So. Nein, Mann, jetzt habe ich die weggeschickt. Egal. Dann sind wir sie halt wieder requesten. Brauchen wir ja. Und das waren ja die Advanced Session Pipe. Ja, Advanced Session Pipe, glaube ich. Oder normale Session Pipe. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle die, die dafür zuständig ist, dass die Biene wieder automatisch in Elbe reinkommt. Das war die. So, Diamantkorns haben auch. Und die Weiterverarbeitung werden wir dann auch nicht drüben machen, wo wir mit unserem Dirt arbeiten, sondern die Weiterverarbeitung kommt dann da direkt da unten rein. So, da können wir die nicht abbauen. Komm. Uiuiui. Ja, du kriegst die elektrische Anfälle, ich weiß. Ich hasse das, wenn der immer ladet und dann elektrische Anfälle bekommt. So, die lassen wir hier ein bisschen stehen, dann können wir hier mal was reinhauen, falls wir es haben. Was wir aber jetzt gleich machen, ist die Bulbs zurückholen, sonst vergesse ich die wieder. Ja, wo sind die jetzt? Emerald? Ne, Emerald war es nicht. Das waren ja in Search Bulb. Oder so, oder? Mal gucken. Da sind sie. Insert, ja. So, dann, du ganze Kacke mal weg da. Ich hab lieber den da an erster Stelle hier unten. So. Kiste brauche ich auch nicht, aber was ich brauche ist der hier. Weil wir unsere Vibes und Erde bestellt haben. Wobei, wir brauchen ja nicht alles dicht machen jetzt vorerst mal, das wird sowieso wieder alles gerissen. Ich denke mal, wir beginnen dann mal hier in der Ecke. Den ersten Elbowy. So, hier muss ich mal eine Fläche machen, das bringt sonst nichts. So. Die blöden Blumen echt rum, das so viele Blumen sein. So. Jetzt bauen wir mal Elbowy-Blöcke. Damit wir das einfach mal testen. Nee, ich muss in der Ecke anfangen. Blöd, ne? Weil in die Richtung kann ich noch vergrößern, falls ich das von... Nee, dann muss ich aber hier anfangen. Okay, dann fangen wir hier an.
So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Hier auf der Plattform kommt nichts drauf. Dann kommt hier das, das. Dann hier, ich tue nur kurz intern ein bisschen überlegen. Hier kommt das drauf, genau. Hier das, das heißt hier, hier beginnt der erste LBW. Also ziemlich weit weg. Das heißt, hier 3x3 sind ja die, oder? Ja, 3x3 waren die. Dann 3x3 hoch noch. So. Wie gesagt, später müssen wir uns hier noch um ein Licht und ein... Wie heißt das andere jetzt noch schnell? Einmal Licht und einmal Regen. Kümmern also hier diesen Lightning und diesen Rain Shield. Dass da jeder Albury eins hat, damit wir auch wirklich bei Tag, Nacht, schön schlechtem Wetter immer produzieren können. Schaut gut. So, hier vorne kommt dann eine Kiste, aber da kommt eine stinknormale Kiste. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Nee. Dann hier, nee, hier mal ein paar Sachen rein, die ich hier gerade nicht so brauche. So, das, was ist das? Okay, warum hat er den Tisch gemacht? Naja, soll er halt, wenn er meint, er braucht's. Was brauchen wir jetzt? Eine Kiste habe ich gesagt, das heißt, wir brauchen zuerst mal Holz. Haben wir noch 7. Das reicht ja. 7 Stück vollkommen. Vorher mal. So, dann kommt hier eine Kiste. Und da kommt dann unterhalb das, wie eh schon bekannt, mit dem Rauchziehen, mit dem Gate und so. Jetzt verbauen wir. Einmal das. Apiaries wurden Stein. Ich glaube, das müsste so sein. Ich muss kurz überlegen, wie wir das, wie ich das hier handhaben wollte. Gute Frage. Ich teste es einfach mal. Zum Beispiel. Hier die Wood Pipe. Hier die Insertion Pipe. Hier unten dann die Iperius Pipe. Da geht's einmal hier entlang und einmal geht's dann, ja, theoretisch eigentlich wollte ich das nach hinten raus machen. Dann machen wir es auch so. Das heißt, ich brauche hinten auch noch eine Kiste. So. Das hat den Grund, weil ich sagen werde, nach Root geht Items und nach Blau geht Anything, also alles andere. Das heißt, hier haben wir die Items und auf der Rückseite haben wir dann die ganzen Überschüsse. So, da können wir eigentlich jetzt alles wieder dicht machen. Ich, das Gate müssen wir noch reinmachen, ne? Habe ich eh hier Outdoor Gate. Das kommt hier rein und hier sagen wir, sobald ein Item in mir da ist, soll er pulsen. Das funktioniert mal. Und jetzt kümmern wir uns mal um eine andere Sache. Und zwar brauchen wir hierfür, wie gesagt, ich will das mit Powercraft machen und da gibt es so schöne
ja, Förderbänder, und mit dem werden wir das machen. Und zwar brauchen wir hierfür das Ajax Belt, das ist ein Bogen, ein normales Belt, und ja, Bogen machen wir uns hier draus. Also war das so und so. Hier haben wir das Problem, dass wir eben alles einzeln machen müssen. Blöd, ne? Aber es soll so sein. Und dann brauchen wir diese normalen Belt und Redstone, irgendwie war das, ne? Bogen, Redstone, Belt. So, genau. Drei Stück machen wir uns da mal. Und die tut man jetzt vor die Kiste. Ui. Und man sieht, da wird man schon rausgeschmissen. Und das ist nichts anderes, wenn man hier Rechtsklick drauf macht, wie eine Wooden Pipe. Hier kann ich sagen, was soll er rausziehen? Aus der Kiste, also bei uns soll er Single Item, also immer ein Item, beziehungsweise wir sagen immer drei Stück soll er rausziehen. Und von ersten Slot, okay. Und das macht er aber auch nur, solange er ein Redstone-Signal bekommt. Und wir brauchen jetzt noch ein paar normale. So. Und die muss man jetzt richtig anordnen und mal aufpassen. Das heißt, der schiebt es hier hin und der dahin. Das läuft jetzt einfach theoretisch, wenn, ja, in Kreis. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier genau der Recycler-Krieg steht. Aber genau. Ist natürlich saudumm. Das heißt, der ist hier. Du runter, du rauf. Ist das gegangen? So. Lossless Wrench Mod Enable. So, und dann, wo stellen wir den hin? Am besten auf die Fläche, weil hier kommt da nichts hin, ne? Haben wir gesagt. So, Solarzelle daneben ran. Und den hoppen wir wieder drauf. Schon können wir die Pflanze rein tun und wir gehen schlafen. Wenn wir das Jetpack drauf haben. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann geht's weiter. Ja, es geht weiter. Wir müssen hier mal die noch reintun. Ey, Ruhe. Was ist denn hier? Ich hasse das. Schau. Willst du mich verarschen oder was? Nein, halt nicht. So, haben wir einen Schalter. Nee, haben wir nicht. Können wir den bestellen? Ja, doch, können wir uns bestellen. Bestellen wir uns gleich mal 10 Stück. Und hier können wir mal testen, wie ich das meinte. Egal, hier ist Erde dran, natürlich klickt einmal drauf, zack. Kommt das raus und wird so transportiert. Und das sind genau 3 Stück gewesen. Das heißt, bei jedem Redstone-Signal zieht er genau 3 Stück raus. Und so werden dann unsere Items schön weiter transportiert. Das ist halt alles möglich durch Powercraft. Ein sehr guter Mod. Hm, gefällt mir, deswegen habe ich gesagt, das will ich mal anders machen. Tu dann da rein. Und hier hinten kommt dann das Gelb. Das Gelbe nochmal grün. Dasselbe nochmal grün. Und zwar haben wir hier dann eine Line hier vorne und eine auf der Rückseite. Beziehungsweise, achso, ne, das geht nicht. Eine Parallele. Ja, das passt so. Das heißt, der nächste Elbowy-Block wird in unserem Fall 1 frei und hier entlang kommen. So. Zack. Hier, hier. Und wieder die Slabs da drauf, die wir nicht haben. Reingepackt oder was? Ja. Bin natürlich wieder klug, ne? Aber ich kann ja gleich den nächsten Elbow hier hinbauen. So, 3 mal 3. Zack. Okay. Na komm.
Komm schon, du schaffst es. Okay. Das war der Timer. Das hat geheißen, die Folge ist eigentlich wieder um, aber wir machen das noch schnell fertig. So. Das und das. Schaut ja schon mal für den Anfang gut aus. Dann haben wir gesagt, vor jedem kommt eine Kiste. Das müssen wir leider so machen. Die Kiste ist nur dafür da, als Inventar. Man kann auch direkt Tiere rausziehen mit diesem Belt, aber dann zieht er auch die Bienen raus und das ist das Problem. Deswegen müssen wir leider... Da kann man nicht sagen, was er rausziehen soll. Ja, ja, nur kein Stress hier. So. Zack. Wie gesagt, wollen wir mal irgendwo hin, dann können wir uns auch so bewegen eigentlich. Wäre ja auch machbar. So, da haben wir noch jede Menge Blumen. Weg damit, braucht kein Mensch da. Unnötig. Und so kommt das jetzt die ganze Reihe hier entlang gebaut. Und eben, wir werden das dann ja separat steuern. Da habe ich noch was vergessen. Ach, Menno. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten oder überübernächsten. Mal gucken. Also ich werde hier noch ein paar Elbabys aufstellen. Nach dem gleichen Schema wie hier. Unterhalb das mit rausziehen machen. Hier hinten kommt natürlich auch noch eine Kiste hin. Habe ich auch ganz vergessen. Und mal schauen, ob wir hinten auch mit diesen Belts machen. Also mit diesen Förderbändern oder ob wir das anders machen. Na egal, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin viel Spaß und ciao Leute. Macht es gut.